Hi meine Lieben, heute ist ein großer Tag. Ich bin schon total aufgeregt. Und zwar ist heute die letzte Gala der Jugendpreisverleihung Leipzig und Tauchers. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der müsste mitbekommen haben, dass ich die letztes Jahr selber moderiert habe. Und dieses Jahr bin ich nominiert mit meinem YouTube-Kanal, was ihr in diesem Video schon mitbekommen haben müsstet. Und zwar geht es in 2 Stunden los. Ich werde mich jetzt fertig machen und hoffe, dass in der Zeit noch meine Visitenkarten ankommen. Ich habe nämlich Visitenkarten für meinen Kanal bestellt. Falls heute jemand nachfragt, dass ich ihm die gleich geben kann und ihr das nicht vergessen, weil viele haben große Probleme, meinen Künstlernamen auszusprechen und sich überhaupt zu merken. Ich habe mir eine neue Lidschattenpalette gekauft. Und zwar ist das die Talle Mrs. Bella Palette und die werde ich heute verwenden. Das ist übrigens mein Outfit. Es passt zur Bühne. Weil die Bühne hat nämlich genau dieses Muster. Ja, und dazu nehme ich noch meine Schuhe, die ich im Abiball anhatte. Und zwar sind das diese hier. Leute, ich gerade so mit Settingpuder und noch nicht richtig verschmierten Concealer. Und es klingelt und ich renne runter und es sind meine Visitenkarten. Sie sind endlich da. Oh, aber wirklich knapp vor der Angst, ne? Ich packe die mal kurz aus und zeige die euch. Das ist die Vorderseite. Bitte werd scharf. Auf der Rückseite ist noch mein YouTube-Titelbild drauf. So, ich bin fertig und oh mein Gott, ich liebe diesen Look. Vor allem habe ich heute seit Ewigkeiten mal wieder richtig den Sleek-Look. Ja, ich habe mein komplettes Augen-Make-up mit der Mrs. Bella Palette von BHB Cosmetics geschminkt und ich weiß jetzt nicht, ob es in der Kamera so gut rüberkommt wie nicht. Und als Gloss, ja, ich trage mein Gloss, den NYX Butter Gloss in der Farbe 08 Apple Strudel. Und der riecht wirklich nach Apfelstrudel, das ist der Wahnsinn. So, wir sind jetzt da im Jugendclub Taucher. Ich bin voll aufgeregt. So vielfältig wie auch schon der Künstlername verrät, begeistern sie seit dem 20. September 2012 hunderte meist jugendliche Zuschauer vor dem Bildschirm auf YouTube. Von atemberaubenden Make-up-Tutorials über Haarfärben-Videos bis hin zu ihrem eigenen Videotagebuch überzeugt Stefan Jungnickel die Mitglieder, die ja 2016 schon einmal auf der Bühne des Jugendpreises als Moderatorin zu sehen war, künstlerisch auf ganzer Bühne. Ganz aktuell thematisiert sie sogar ganz mutig voran Beauty-Tabu-Theorien über sich zum Beispiel ganz offen vor der Kamera. Ich würde mich gerne interessieren, woher nimmst du denn deine Inspiration? Gibt es da irgendeine Quelle bei dir? Meine Inspiration kommt hauptsächlich natürlich von meiner Fantasie. Meistens ist das, wenn ich abends im Bett liege, dann fallen mir so viele Sachen ein, die wo ich mir denke, das könntest du nochmal im Video umsetzen. Natürlich hole ich meine Inspiration auch nebensächlich von vielen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Instagram. Wenn ich da mal was sehe und mir fällt da was Eigenes zu ein, dann lege ich los, schreibe Skripte und setze die Kamera. Also auch unter anderem Stichwort, nimm eine Idee und mach deine eigene Sache draus und mach's besser. Okay. Letztes Jahr hast du ja an meiner Stelle hier gestanden auf der Bühne. Wie fühlt sich das jetzt nun an, als Nominierte hier zu stehen? Also ich fühle mich erstmal sehr geehrt, dass ich nominiert wurde, gerade weil ich ja in den ganzen Projekten hier ein bisschen was anderes darstelle. Es gibt viele Projekte, die engagieren sich in der Öffentlichkeit, für wohltätige Zwecke und so weiter und so fort. Und ich mache halt so mehr im Internet mein eigenes Ding, aber ich probiere es auch sehr gut umzusetzen und versuche auch öfter mal kritische Themen anzusprechen, wie zum Beispiel im Einspieler, das mit den Waffen nehmen, mit der eigenen Körperwahrnehmung und auch Sachen wie Tier- und Umweltschutz. Dankeschön. Und zu dem Stichwort eigene Körperwahrnehmung, erstmal meinen vollen Respekt dafür, dass du den Mut hast, dich öffentlich darüber zu äußern. Und mich würde interessieren, was ist deine Motivation dahinter, dass du
dir sowas traust? Naja, über die Jahre habe ich gelernt, gerade auf YouTube kein Blatt vor den Mund zu nehmen und meine eigene Meinung darzustellen und auch alles umzusetzen, was ich mir in den Kopf setze. Und meine Philosophie ist halt, wenn man sollte so leben, wie man sich wohlfühlt. Und wenn ich mich etwas schlanker, vielleicht wohler fühle, dann versuche ich halt auch zu leben. Und so geht es aber eben halt mit allen Themen, wo ich mir denke, gut, da habe ich meine eigene Meinung dazu. Wie zum Beispiel für Umweltschutz, wo ich mir auch wünsche, dass das noch viel mehr rauskommt. Dankeschön. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal als abschließendes Wort sagen, wir sind alle so schön, wie wir sind und sollten auch lernen, uns so zu lieben, wie wir sind. Dann auch nochmal hier deinen Applaus. Ich würde sagen, um die Show komplett zu machen, warten wir noch den Abspann ab und dann würde ich euch einfach bitten, dass wir alle rausgehen in die Mitte des Hofes und gemeinsam die Luftballons steigen lassen. So, jetzt lassen wir draußen die Ballons los. Ich war natürlich so cool und habe meinen jetzt schon losgelassen aus Versehen. Jetzt ist er da oben an der Decke. Aber Alex und ich lassen ihn zusammen los. Stimmt's? Alex und ich lassen ihn zusammen los. Hauptsache lässt sie erstmal ihren Original los. Ich halte ihn so fest, okay? Ja, mit so, okay, keine Ahnung. Ja, was ist das? Das ist nicht los, nicht schon wieder. Oh Gott. Lass, oh nein, nicht, dass ich ihn jetzt aussehen wieder loslasse. Bubi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und los. Steffi. Ich will ihn wieder haben. So, die Gala ist jetzt vorbei. Es war ein schöner Abend. Ich habe auch ein paar Abonnenten von mir getroffen. Sehr viel einblenden. Ja, und dann gehen wir jetzt auch nach Hause. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Und abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bye.